Ja, hallo wieder bei Degayoshi. Ich habe mir wieder was mal geleistet und diesmal was für einen PC oder Laptop, wie man mag. Und zwar einen Kartenreader nur für SD-Karten, Mikro, normale SD halt. Und ich glaube von Sony diese Memory Sticks, so wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Ja, warum habe ich mich dafür entschieden? Und zwar ist es von Kingston, der. Also so sieht die Verpackung aus. Der Mobile Light G3. Ihr seht schon, USB 3.0 Kartenreader. Ja. Das habe ich schon mal ausgepackt gehabt. Das ist halt. Oh, meine Lichter blenden gerade, sehe ich. Also so kann man es eigentlich lesen. Also ihr seht schon, was er lesen kann. SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. Und Memory Stick Pro Duo. Also von Sony, glaube ich, diese Sticks sind das. Ja, so sieht man das nochmal, die Logos. Und wie das Teil aussieht. Ja, so. Ja, ich hatte nämlich die ganze Zeit immer von SanDisk einen Kartenreader gehabt. Das ist so einer. Und da konnte ich nur SDHC lesen. Und SD-Karten halt, ne? Also ganz normal USB 2.0. Und man kriegt es aber mehr mit. Jetzt haben wir ja wirklich große Speicherkarten in seinen Kameras drin. Und wenn man jetzt ein Full-HD-Video macht, gehen ja doch ganz schön was an Kapazität, speichermäßig, viel Platz auf diese ja, Filme, Videos. Also nimmt viel Platz ein. Und das Übertragen auf den Rechner dauert ja doch immer relativ lange. Und auch wenn man jetzt sagt, gut, ich habe jetzt eine SDXC-Karte drin, also die ab 64 GB anfangen bis angeblich 2 TB. Also die größte SD-Karte, die ich gesehen habe, SDXC, waren 128 Gigabyte und die hat auch dementsprechend gekostet. Ich glaube, irgendwas bei 210 €. Ja, und es dauert lange. Also selbst wenn ich jetzt meine Kamera, meine Panasonic DMC TZ41 anschließe am Rechner, das ist ja auch nur 2.0 Verbindung, dauert doch das schon relativ lange. Oder eben halt, wenn ich die Karte in meinen 2.0 Kartenreader stecke, ist es dementsprechend auch langsam, ist klar. Ne? Ja, und da habe ich mich halt dafür entschieden. Von Kingston. Ich mache mal, also man kann das hier, ich mache auch mal alle Seiten, ja, dass das okay ist. Er ja, sieht ganz nett aus. Blau, Metallic so gehalten, ja. Dann hier schwarz mit so einem Wabenstruktur. Und matt. Na, steht scharf. Gut. Fangen wir hier an. Also hier seht ihr schon USB 3.0. Man kann es dann hier so zurückschieben. Da ist der USB-Stecker frei. Und hier oben ist es MicroSDHC. Und unten ist es dann dieser SDHC, der normale. Und diese, wie heißen die anderen? Memory Stick Pro Duo. Und dann kann man natürlich auch hier zurückschieben und dann kann man es hineinschieben. Ja, und wie gesagt, USB 3.0. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen das, dass USB 3.0 eine Übertragungsrate von 5 GB pro Sekunde hat. Es soll jetzt, ich glaube, 2014, so Mitte 2014 kommt. Also es war dahin USB 3.0 auf dem Markt, aber es wird verdoppelt die Geschwindigkeit, also dann 10 GB pro Sekunde. Das war wie mit den SATA 3. SATA 3 hat auch vorher auch 3 GB pro Sekunde übertragen intern, ja, oder 300 irgendwas waren es immer. Und jetzt können sie ja 600, also 6 GB pro Sekunde übertragen. Also auch SATA 3 geblieben, aber er hat verdoppelt die Leistung. Und so wird es dann auch bei USB 3.0 passieren. Und ich habe mich halt für diesen entschieden, weil, wie gesagt, Karte rein, wenn man jetzt einen großen Film hat, aber mit 64 GB oder 32 GB voll belegt, kann man eben halt mit den USB 3.0 schneller die Filme doch schon übertragen. Und weil ich nur SD-Karten oder Geräte mit SD, ja, SD-Schub, Einschube, also die SD-Karten verwenden, besitze und habe, dann habe ich mich für dieses, ja, USB-Stick-Lösung entschieden. Die halt ganz putzig ist, die kann man überall mit hinnehmen. Und ja, das war eben halt so ein kleines
Teil, also ja, hier war noch so eine Schlaufe dran. Also die habe ich schon abgemacht, die war hier hinten durchgezogen. Sieht man das? Hier ist so ein Loch, so eine Schlaufe. Da war das Band drin. Ja. Ja, das sollte eigentlich gewesen sein, wieder mal. Wieder unnützes Wissen. Von den Kingston USB 3.0 Kartenreader. Jo, das war's. Bis demnächst wieder.